Ladebalken, Ladebalken. Ich hab doch nicht so, bis ich Ladebalken sehe. Echt? Hast du noch Cutscene? Ja. Das läuft doch gerade weg. Oh. Ja, oh, der Arme. Er hat einfach kein Glück nur. Jetzt habe ich Ladebalken, ja. Der Jetzt Arme. ist die Frage, wie geht's weiter? Ja, das so sehen wir nach dem Ladebalken. Auf jeden Fall gehe ich erstmal kurz an die Forge. Das sowieso. Forge hat einfach Forge-Rang. Ja, so ähnlich. Geht wohl. So. Was soll das denn? Kriege ich hier eine Anzeige, weil ich 8er Power 8er Components gefunden habe, weil ich habe doch noch 10er eingebaut. Was soll was was warum kriege ich dafür Meldung? Ja, weil es halt trotzdem neu sind. Was neu ist, wird markiert, egal ob es besser ist oder nicht. Soll ich Venom Spray benutzen? Ach je. Was bringt das denn? Eigentlich Flächendamage, aber du bist ja besser für den Flächendamage geeignet. Flächendamage mache ich ja momentan sehr viel. Ja, also Venom Spray ist halt Flächendamage over time, ne? Ja, ich weiß nicht. Lieber nicht, würde ich sagen. Muss nicht So. sein, ich glaube, es lohnt sich nicht so. Ich krieg hier voll die Garbage-Waffen, was soll das denn? Das weiß ich auch nicht. Dann sind nicht mehr so viele gute neue dabei. Oder kann ich Waffen craften? Ne, kann ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie das Kraften überhaupt geht. Ganz teilweise. Ich habe jetzt eine Stärke von 72. Du? Zeigt denn der das überhaupt an? Ich sehe es hier gerade gar nicht. Oben rechts, wenn du im Forge bist. Na gut, ich wähle gerade hier so ein Ding aus. Eissturm, anstatt die. Du siehst es aber Eissturm. jederzeit oben rechts. Ach, da oben, 62, okay. 62. Ja. Ich hab 75. Ja, oder was? Ich könnte meinen Blitz gegen Eis eintauschen, habe ich sogar 67. Ich will auf jeden Fall das Höchste nehmen. Oder habe ich halt nur noch Eiswaffen, keinen diesen Explosionsdings nicht mehr. Kannst aber auch gucken, ob du es craften kannst. Ich muss mir beide Shurikens auch craften. Ich kann Blitztreffer Kraft noch stärker ziehen. Würde ich machen. Boah. Die Materialien habe ich anscheinend dazu. Ja, würde ich machen. Das ist hergestellt. Das ist der gleiche Angriff, wie ich vorher hatte, nur doppelt so viel. Das wird lustig. Also ich wäre jetzt hier fertig in der Forge. Ah, schade, wenn ich brauche noch vier ungewöhnliches Ember, dann kann ich auch meine Eissplitter, die ich hier speise, so stark ziehen, upgraden. Ja gut, die ungewöhnlichen Ember kriegen wird noch ein bisschen dauern. Wahrscheinlich, ja. Naja. Gut, dann ist man raus aus der Forge. Jetzt die Frage. Machen wir Hauptquest weiter oder gehen wir zu dem Agent? Gut, wenn wir noch Nebenquest haben, würde ich sagen, erstmal Nebenquest wieder. Weil die Hauptquest halt direkt parkiert ist. Aber ich würde zu Matthias oder der Ach andere? komm, geh nochmal zum guten Matthias hier erstmal. Gehen wir zu Matthias. Alles klar, machen wir das. Gut, der gute Matti. Der gute Matti. Aber hier die Tür auf. Ist immer nur lustig, wie die Tür immer aufschlägt, wie sonst was. Und nochmal die Tür auf. Bumm.
Wo ging's denn jetzt zu Matti? Wie lang? Ja, wie lang? Matti! Matti. Ich rede jetzt mit ihm, okay? Ja, ich bin schon dabei. Alles klar. Freelancer? Freelancer, yes, excellent, you're here. Matthias? Need something? Need something? Oh, no. Have something. You remember that strange energy the runes emitted? I remember you mentioning something while I collected them. I managed to isolate and identify the energy pattern. I passed it along to your cipher. Who can now help me find those invisible runes? Which are the key to unlocking another impenetrable mystery. Which means you want me to go find more of them. Yes, the more the better. With enough, I'm certain I can find the location of the Elysian manuscript. Certain. I've several leads. It's very promising. Talk later. You got it, Matthias. Was war das hier gerade für Gespräch? Okay. Hat das jetzt eine Mission gegeben, oder? Sieht aktuell gerade nicht so aus. Haben wir irgendwie ein Missions... Ja, wir haben ein Missionsboard. Was? Machen wir das denn? Wenn du mal J drückst. Ach so, hier unser Journal da. Hey, aber irgendwie zählt die als completed. Was? See in the dark is completed. Ja. Ja, dann würde ich jetzt doch mal mit dem einen Typ da sprechen, gucken, ob das auch completed ist. Dann gehen wir da jetzt wohl einfach mal hin, ja. Zur Nachbesprechung mit Tassen. Nee, noch nicht zur Quest. Oder was? Zum anderen Oder was? Agenten. Ach so, meinst du das? Weißt du, wo der ist? Ja, da warst du, da wo man halt immer spawnt, der Typ. Genau. Ich habe gerade deinen schönen Map-Bug. Ach, springt hier wieder irgend so einer quer über die Map drüber. Ja. Ich weiß nicht, was das alles ist. Die NPCs drehen anscheinend voll ab. Oh ja. Ah, it's you. Good. There's trouble. Got a distress call from a freelancer, okay? In bad shape. What happened? Don't know. A Strider is stuck out there. Got passengers. Like I said, bad. If a freelancer calls for help, we answer. Got it. Go, find what you can. Alles klar, akzeptiert. Ja. So, wie funktioniert das jetzt? Wir haben jetzt mehrere. Hat jetzt direkt gewechselt, auf Notruf reagieren. Nee, bei mir nicht. Ah, doch, hat er gemacht. Es ist auch ganz klar bisher. Also, wir können tatsächlich alle offenen Quests direkt annehmen, das ist gut. Anscheinend. Dann würde ich mal hier ganz kurz alle Symbole abfarmen. Auch die normalen Sprechblasen? Nee, die nicht. Aber die anderen alle Symbole. Einfach damit wir die Gespräche mal komplett haben und dann gehen wir mal Mission Ach, machen. Ich verstehe jetzt was mit Matthias anscheinend. Der war das Matthias zum Symbol hier. Der da hat nämlich immer noch ein Symbol, das jetzt anders da heißt. Ich glaube, wir haben nur die Mission abgeschlossen, die vorige, weil wir doch mal mit ihm reden mussten. Meinst du, der gibt jetzt Contracts? Jetzt müsste was Neues geben. Also wieder zu Matthias, alles klar. Ja. Anscheinend haben wir da irgendwie beim letzten Mal einen Teil vergessen. Dass wir doch mal halt die Endbesprechung wie die machen müssten. Ah ne, das ist jetzt hier Contract. Also liegt auf dem Tisch. Ich mach das mal ganz kurz. Wonderful, you have some time to help. I have several things that need attention. Especially finding more of those runes. Okay, da hat das Ausblenden sich voll gelohnt. Okay, nehme ich auch an. Contract Arcadis. Also die Contracts sind scheinbar einfach nur so Sammeldinger für wenn einem langweilig ist. Die Agentenmissionen sind tatsächlich Nebenmissionen und die Hauptmission ist die Hauptmission. Ja. So, und dann habe ich noch eine Nebenmission, wenn du von Matthias aus rechts gehst. Ist da noch so eine Agentenmission? Rechts? Ich habe links eine. Hä? Wenn du bei Matthias rausläufst. Ich hab von der Map aus links. Ja, ich meinte jetzt, wenn du bei Matthias rausläufst. Dann ist es rechts, ja. Also im Büro von Bryn ist sie, glaube ich. Ich quatsch mal kurz. Freelancer, you're back. Okay, nice to see you too, Bryn. This might actually be a good thing. Might?
A few beacons have gone quiet in the wilderness, and we're short-handed. Those beacons are vital to my work here. If they're broken... So I should go fix your beacons. Ah, perfect. I'm so glad you offered. My pleasure. Good, good. I'll talk to you in the field. No problem. Also das war natürlich auch... Ja, klar. Cautious Corporate. Ich hab noch mehr Agenten. Willst du mich verarschen? Was? Wie viele Agenten gibt's denn hier noch? Jungs. Moment. Akzeptieren und verlassen, okay. Achso, das... Habe ich denn hier noch Agenten? Nee, das ist jetzt das Symbol von der Agentenmission, die wir gerade angenommen haben. Das ist von der Mission, ja. Ich wollte gerade sagen. Gut. Ich frage mich, ob wir noch Mission kriegen, wenn wir mit den Typen quatscht, weil hier noch so viele Leute mit Sprechblase rumrennen. Ja, ich will aber jetzt nicht mit jedem da quatschen. Das... Ich weiß halt nicht, was es dann bringt, keine Ahnung. Also, ich würde sagen, heute... Wir sind überhaupt gar nicht, wir sind überhaupt nicht in der Gruppe drin. Stimmt. Fällt mir gerade so auf. Also ich würde sagen, das Quatschen kannst du gerne außerhalb der Aufnahme machen. Kannst mir sagen, ob sich das lohnt. Und dann mache ich das irgendwie mal in der Aufnahme, wenn du nicht dabei bist. Okay. Mache ich eine Sonderquatschrunde. Ja, gut. Was macht's denn? Dann lade mal ein. Nee, du. Also ich... Damit man mein Social-Menü nicht sieht, weißt du? Ja. Wir sind Leute hier verstecken, okay. Schon schlimm genug, dass ich die ganze Zeit unten rechts irgendwelche Pop-Ups kriege. Kannst du dich irgendwo beschäftigt oder so stellen in dem Ding? Keine Ahnung. Jetzt habe ich direkt hier 3 geholt, okay. Ach, jetzt siehst du auch auf der großen Map die verschiedenen Symbole. Ja. Ja, da kannst du jetzt auswählen, was wir jetzt machen sollen. Ich wollte gerade sagen, welche machen wir denn zu... Ja, jetzt zeigt mir die ganzen Toil-Dinger hier an. Wir haben 3 Punkte. Ja, entscheid du dich einfach. Ich eigentlich können wir doch alle 3 machen. Oder geht das nicht? Ich glaube nicht, weil man nach jedem erfolgreichen Abschluss ja zurückgerufen wird. Lass mal ausprobieren. Dann würde ich nämlich unten anfangen und dann können wir uns nach oben arbeiten. Das würde ich gerne versuchen, aber Wir probieren das mal. Mach dich mal bereit. Ich bin sowas von ready. Alles klar. Los. Ladebalken. Ah, schon wieder. Best Feature of the Game. Das schlägt ja immer die Balken wie sonst was. Oh ja. Oh Mann. Wir müssen uns echt was überlegen, was wir machen während dem Ladebalken. Es ist nicht so einfach. Was sitzt denn da, wo soll ich machen, außer reden? Wir reden doch so schon die ganze Zeit Müll bei den Ladebalken. Ja, wir müssen mehr Content bringen. Ich gebe doch schon so viel Content, wie ich hab. Ich hab nicht mehr. Dann hab mehr Content. Los. Wo soll ich denn herkriegen? Weiß ich nicht. Ich bin nicht aus Content gemacht. Aus was denn dann? Das weiß ich auch nicht. Okay. Aus Energie. Ich habe halt auch nichts Interessantes gerade hier, was ich irgendwie in die Kamera halten könnte. Das ist kein Witzbuch oder irgendwas da rumliegen. Hab kein Witzbuch rumliegen. Leider. Ja, muss ihm eins kaufen gehen. Boah, schöne Witze erzählen in Lars Queens. Ach, schön. Fertig. Ich finde das immer noch schade, dass die bei mir schon quatscht. Ja, ich weiß auch nicht. Erstmal runter. Und in die falsche Richtung. Ich wollte gar nicht vorwärts dashen. Erstmal in die falsche Richtung dashen. Ja, ich weiß auch nicht. Oh, da ist Materialien. Die sind, glaube ich, wichtig. Ja, okay. Die sind, glaube ich, doch nicht wichtig. Okay. Ach, da oben rein. Oh, das ist aber ein langer Flug.
Ja, ich glaube, im Zweifel kann man den Wasserfall hoch. Das sollte auch gehen, ja. Was? Bei mir steht gerade Transport to Mission Dings, weil ich irgendwie. Ja, das sagt irgendwie manchmal, wenn man der ist, da hinten dran ist, keine Ahnung warum. Alles klar. Hi. Hi. Stop sounding surprised. I told you, freelancers get it done. If you say so. Oh. Was bedeutet? Eigentlich drin bleiben. Oh. Wer ist aber da drin geblieben, während ich das Zeug so aufsammel? Ja, ich wollte das Zeug auch haben. Du kriegst das Zeug doch sowieso. Das andere Zeug habe ich auch nicht gekriegt, was da hinten drin ist. Oh, wir dürfen wieder das Gas bekämpfen. Immer wieder den gleichen. Muss ich die jetzt doch selbst aufsammeln, oder was? Anscheinend ja. Aber in der Demo? Hat das doch funktioniert? Soweit ich mich erinnere, ja. Komisch. Das sah das nur so aus, keine Ahnung. Wird langsam heiß. Ist wahrscheinlich eh schon da. Da ist noch Stuff. Stuff. Ungewöhnliches Ember, das ist genau das Zeug, was ich brauche. Das ist bei mir nicht mal gedroppt. Die Drops sind anscheinend auch random. Das ist ja toll. Weil das ungewöhnliche Material bräuchte ich auch. Ja, schön. Eingeschränkter Spawnbereich, das geht schon mal lustig. Ja. Hier wird es auch so gleich rund gehen. Mein Buddy ist ready. Ich gehe direkt auf den Sniper da oben. Jo, snipe den mal weg. Elite Scar Scout my ass. So, der ist weg. Au. Au. Da schmeißt man mit Feuer. Oh! Ja, der da. Da oben ist so ein Dicker. Alter, was? Oh ja. Nicht sonderlich schwer. Ja. Wow. Okay. Oh, tschüss. Was heißt hier, tschüss, ich komme wieder her. Ach so.